Ja, schön, dass so viele da sind. Vielen Dank auch für die einleitenden Worte. Ihr seht hier schon mal eins meiner Lieblingsbilder von unserer Reise. Wenn ich manchmal unsere Reise sage und manchmal meine Bilder, dann ist es einfach deswegen, weil wir sind als Fotografenpaar zusammen mit Jasmin, seht ihr gerade hier am Fotografieren, sehr viel unterwegs, eigentlich so quer über die ganze Welt unterwegs und sind froh, wenn wir nicht immer nur im Studio sitzen müssen und verbinden eben diese Vorteile von unserem Job dann auch mit dem Reisen. Wenn ich sage, eins meiner Lieblingsbilder, dann ist das Problem, es gab viel zu viele Lieblingsbilder auf dieser Reise. Die Favoriten möchte ich euch jetzt aber trotzdem in meinem Vortrag zeigen. Das heißt, es geht ein bisschen darum, was haben wir gesehen, was haben wir erlebt. Es geht aber auch darum, was hat die XH1 da entsprechend für uns getan, warum ist es aktuell einfach meine Lieblingskamera. So, bevor wir loslegen, ich sag euch erstmal so ein paar Worte über mich. Ich meine, das war ja gerade schon eine mega gute Einleitung, aber ihr seht jetzt einfach trotzdem nochmal hier ein paar Stichworten, was Sache ist. Vielleicht zu erwähnen, in meinem Studio gebe ich regelmäßig Workshops über Fotografie-Themen. Das sind technische Themen, das sind aber natürlich auch kreative Themen. Also was macht ein gutes Bild aus, abgesehen von technischen Dingen. Und ja, von daher bin ich sehr froh, dass ich so einen abwechslungsreichen Job habe und möchte euch jetzt zur Einstimmung in das Thema erstmal ein Video zeigen, das während der Reise entstanden ist. Und das Tolle ist, das Video ist nicht das Einzige, was dabei entstanden ist. Also das ist ein Nebenprodukt neben der Fotografie und ist zu 98% mit der XH1 aus der Hand gefilmt. Das ist so das Spannende dabei. Da wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Come with us on this road trip. This is a road trip to the west of the United States. On a road trip, you can experience life in every mile you drive. When you drive more than 3,500 miles in 16 days, the street and your car becomes your home. We saw the most beautiful sunrises and sunsets. We saw mountains and valleys. We spent countless hours in the car and watched the landscape change over and over. We went through the hot sun in the Death Valley. Climbed sand dunes, hiked through bad water. We watched the sunset at the Grand Canyon, freezing. We spent wonderful days in Joshua Tree National Park. Airstream in the middle of nowhere. This desert is one of the most beautiful places we have ever seen. We hiked through Los Angeles. And San Francisco. Drove the cable car and saw the Golden Gate Bridge from every possible angle of this beautiful city. La
Las Vegas gives you the greatest possible contrast to the wide open areas where there's absolutely nothing. Vegas is loud. Vegas is colorful and full of photographic opportunities. Blinking lights, signs, reflections, shows, people and cars. But it's exactly this contrast that makes this journey so wonderful. You get the calm, beautiful and mighty landscapes, and you get the hustle and bustle of big cities. Subjects made by nature and by man. What a combination. If there only was more time, then I would have stopped every 5 minutes to take another picture. There is never enough time. Hiking, exploring, freezing and sweating, not getting enough sleep. But in photography, you're always as good as your last photograph. This makes you look for the next great shot constantly. You just can't help but keep going. All day long, as far as your legs will take you. Just for the love of taking photographs. We'll be back. Do you want to come with us? Also, wie es hier gerade auch schön nochmal stand, aus der Hand gefilmt, immer wieder zwischendrin kurze Sequenzen, wenn ich mal ein Bild gemacht habe oder auch mal vielleicht kein Bild gemacht habe, 2-3 Sekunden oder mal ein paar Sekunden mehr, man braucht nicht so viel und das sammelt man einfach mit und dann kann man das später schön zusammensetzen. Jetzt spreche ich mal kurz über Equipment, das wir dabei hatten. Natürlich brauchen wir ein paar Kameras, Hauptkamera ist meine X-H1 zurzeit. Aber es ist natürlich immer auch wichtig, ein Backup dabei zu haben. Ja, spätestens nach unserer Erfahrung in Thailand, da ist dann nämlich mal damals meine X-Pro1 einfach ausgestiegen, ist dann unschön und früher oder später geht eine Kamera halt kaputt und es ist dann auf Reisen natürlich besonders ärgerlich. Deswegen XT2 hier in dem Fall als Backup. Eigentlich hier auch noch aufzuzählen ist natürlich in dem Fall die Mavic Pro, weil die Drohne auch hier eine Kamera war, mit der ich viel gefilmt habe, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Gut, spannende Frage auch jedes Mal, die ich gestellt bekomme, welche Objektive kannst du empfehlen, was nimmst du denn so mit? Ich zeige euch erstmal alle. Ich bin kein Fan von Zoom-Objektiven, nicht weil die schlecht wären, sondern weil ich einfach gewohnt bin, mit Festbrennweiten zu fotografieren. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich das jetzt reduzieren würde, dann würde als erstes das 56er wegfallen. Als zweites würde das 35er wegfallen. Wenn ich es noch weiter reduzieren müsste, dann würde ich nur mit dem 23er gehen. Und der Film wäre fast genauso. Das 23er ist mein Lieblingsobjektiv, mega universell. Mit dem fotografiere ich eigentlich so die allermeiste Zeit. Aber natürlich will man ein bisschen flexibel sein. Und deswegen ist das meine Ausstattung hier. Und mir ist da auch wichtig, lieber die Lichtstärke zu haben. Dann bin ich in dunklen Situationen besser unterwegs und muss nicht den ISO so weit hochdrehen und kann auch mit der Tiefenschärfe besser spielen, als ich es bei Zoom-Objektiven kann. Natürlich dann genauso wichtig, auch wenn man Landschaftsfotografie betreibt, auch ein Stativ mitzunehmen.
Fürs Filmen, gerade wenn es auch sehr windig ist, empfiehlt sich ein externes Mikrofon zu benutzen, damit man gerade auf den Sanddünen da oben auch einen guten Ton bekommt. Reinigungsequipment, gerade beim Reisen, wenn du mit Festbrennweiten fotografierst, wechselst du sehr häufig, musst du ab und zu einfach mal den Staub vom Sensor blasen. Da solltet ihr vorbereitet sein, weil sonst den Rest der Reise in Staubflecken drauf zu haben, das ist für Foto vielleicht noch recht einfach zu retuschieren, aber im Videobereich zwischen schwierig und teilweise je nach Szene auch gar nicht möglich. Ja? Dann bei den Datenmengen, die da zusammenkommen, gerade für Foto und Film, lohnt sich's, fände ich, ein Notebook dabei zu haben. Weil dann kann ich Backups ziehen und weiß einfach auch, was ich habe. Deswegen geht bei mir ein Notebook bei solchen Reisen immer auch mit. Ja, ganz wichtig, Polfilter für Landschaftsfotografie. Wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, wenn es ein neues Wort ist für euch, unbedingt bitte mal googeln. Macht sehr viel aus. Und dann natürlich, habe ich schon gesagt, Speicherkarten. Schnell und ausreichend. Kommt ein bisschen drauf an, was du so vorhast, aber 100 MB pro Sekunde, finde ich, ist so ein Minimum, das solltest du haben. Das wichtigste Equipment eigentlich aber für so eine Reise ist natürlich ein geiles Auto. Und das ist jetzt das einzige Bild, das ich euch zeige von dem Wagen, weil sonst könnten wir den ganzen Vortrag komplett mit coolen Bildern von der Karre machen. Aber so sieht man nochmal, wie wir unterwegs waren. Jetzt sprechen wir erstmal ein bisschen über den Film und später sprechen wir über Fotos. Ihr seht hier einen Screenshot von der Timeline aus Final Cut, wie dieses Video zusammengestückelt ist. Ihr seht also hier alle paar Sekunden immer wieder ein neuer Clip. Ihr seht hier unten die Musikspur, die ist in dem Fall rot, weil die Datei war nicht mehr da, als ich den Screenshot gemacht habe. Aber das ist die Musik. Und dann seht ihr drunter hier, was ich gesprochen habe. Und ganz unten seht ihr Soundeffekte. Also, wichtig ist natürlich, dass du auf so einer Reise erstmal viel Material sammelst, damit du nachher im Schnitt flexibel bist. Das heißt auch mal Dinge, die jetzt nicht unbedingt nur der Grand Canyon, sondern vielleicht auch mal, wie du ein paar Schritte gehst. Ja, so Kleinigkeiten, um das nachher aufzulockern. Das meiste habe ich in 4K gefilmt, damit ich einfach nachher auch die beste Bildqualität nachher rausholen kann. Weil warum soll ich was Schlechteres filmen, wenn die Kamera mir 4K bietet? Nur um Speicherplatz zu sparen? Nee, so eine Reise machst du nicht jeden Tag, deswegen hol da alles raus. Ich nutze ganz gerne die Eterna-Filmsimulation bei Fuji, vor allem zum Filmen. Eterna heißt, du hast einen relativ flachen Bildlook. Den kannst du im Nachhinein noch mit Color Grading, also die Bildbearbeitung im Videobereich nennt man eher Color Grading, ja, so das Stichwort. Da kannst du einfach noch viel besser deinen eigenen Look draufbügeln. Und wenn ich Kontrast erhöhen möchte, dann ist es natürlich immer möglich, wenn ein Bild zu viel Kontrast hat, kriege ich es nicht mehr raus. Deswegen lieber mit einem flachen Farbprofil hier filmen. So, nächstes wichtiges Element ist in so einem Film natürlich auch der Ton. Der Kameraton ist so die Basis. Den nimmst du natürlich immer mit auf. Ob der jetzt vom internen Mikro kommt oder vom externen, sei mal dahingestellt. Aber der bleibt bei vielen Sequenzen auch mal drin. Das sieht man hier zum Beispiel. Also hier ist der Originalkameraton auch noch mit drin geblieben. Bei der Sequenz zum Beispiel nicht. Das mache ich dann einfach so spontan. Dann natürlich ganz wichtig auch, dass wenn ich Slow-Mo filme, also mit 120 Bildern pro Sekunde kann ich mit der XH1 filmen, das hat keinen Ton. Das muss ich nachvertonen. Das macht also Sinn, da irgendwelche Effekte nachher drunter zu legen. Genauso auch beim Drohnenmaterial. Die Drohne hat kein Mikrofon, würdest du eh nichts hören, muss man alles vertonen. Da eignet sich sehr gut die Effektbibliothek von Final Cut. Da gibt es haufenweise Effekte, kannst du einfach dann sagen, ich suche jetzt Wellengeräusch. Dann kannst du es drüberlegen auf die Sequenz. Gut, die Audiopegel anpassen ist natürlich auch logisch, ganz wichtig. Und schwierig ist es auch, passende Musik zu finden. Weil ich möchte ja nicht, dass die Musik die volle Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern ich möchte die Aufmerksamkeit auf dem Bild haben. Zumal dann, wenn ich hier noch gesprochenen Text dazu nehme, dann möchte ich den auch gut hören können, deswegen brauche ich eine sehr dezente Musik in dem Fall. Ja, die Storyline ist natürlich vorgegeben durch die Reise, die wir gemacht haben. Aber für einen Film natürlich ganz wichtig, dass der Film auch eine Geschichte hat. Und deswegen habe ich einen Text zusammengeschrieben. Der ist jetzt nicht hochphilosophisch irgendwie hier in mehreren Tagen entstanden, sondern den habe ich einfach spontan runtergeschrieben und dann mit dem Mikrofon direkt auch wieder hier in Final Cut aufgezeichnet
Und das war dann so meine Basis, mit der ich dann hier den Schnitt weitergeführt habe. So, jetzt habt ihr vielleicht schon mal das Stichwort gehört, dass die XH1 eine Bildstabilisierung hat. Viele von euch denken vielleicht, dass wenn sie aus der Hand filmen, dass das so aussieht wie links. Fakt ist, es sieht eher so aus wie rechts. Es wackelt hier sehr stark. Ich sage euch warum. Ich habe hier mit einem 56er gefilmt. Das ist also schon so ein leichtes Tele. Deswegen sieht man das Zittern natürlich mehr. Und das ist das, was die XH1 macht, wenn ich den Bildstabilisator aktiviere. Also man würde jetzt beim linken Bild sagen, okay, das hast du vom Stativ gemacht, da bewegt sich ja gar nichts. Ja, und ich kann die Bewegung in den Blättern, die kann ich links sehen, rechts sehe ich nur, dass alles wackelt. Ja. Natürlich ist damit nicht jede Bewegung weg. Wenn ich das während dem Laufen habe, ist es trotzdem wieder ein bisschen Bewegung drin. Aber es ist viel, viel besser als ohne. Und gerade für so spontane Geschichten wie jetzt auf so einer Reise, wo du halt Foto und Video kombinieren willst und dass es auch nachher vernünftig aussieht, mega gutes Werkzeug. Ja, jetzt sprechen wir ein bisschen über Fotos. Wir sind hier in L.A. und in L.A. bei der Walt Disney Concert Hall. Architektur ist hier mega schön, vor allem wenn die Sonne scheint. Da kannst du nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern auch in Farbe richtig geile Bilder machen. Man sieht hier auch die Reflexionen rechts. Das kommt von diesen metallischen Oberflächen. Super spannend zum Fotografieren. Solltet ihr mal hingehen, wenn ihr in L.A. seid. Der Blick dann meistens so nach oben, wenn du zwischen diesen Wänden da drin stehst. Finde ich sehr, sehr interessant. Direkt gegenüber befindet sich The Broad. Das ist ein Kunstmuseum. Ist von der Architektur auch mega interessant. Ihr seht hier schon wieder 23-1-4, mein Lieblingsobjektiv. Das habe ich die meiste Zeit über drauf. Hier nochmal auch so ein Eindruck von dem Gebäude als Ganzes fast. Naja, zumindest ein bisschen mehr Fläche als vorher. Wir gehen weiter. Eins meiner Lieblingsthemen generell in der Fotografie ist auch Spiegelungen. Sieht man hier in dem linken Bild, ich fotografiere in ein Schaufenster rein. Dahinter hängen diese Lampen an der Decke und die überlagern sich jetzt mit dem Gebäude zusammen. Und in dem Bild habe ich eigentlich, genau wie beim rechten, gar nicht viel bearbeitet. Ich habe einfach einen Kontrast noch ein bisschen erhöht, ein bisschen Klarheit dazu und dann bekomme ich einfach richtig schön knackige Schärfe. Jetzt könnte man bei dem rechten Bild hier zum Beispiel auch sagen, ich brauche ja die 250. Sekunde gar nicht. Ich hätte auch mit dem ISO noch runtergehen können. Ja, hätte ich tun können, aber sieht irgendjemand Rauschen bei dem Bild? Deswegen, wurscht. Ja, ich habe da mein Auto-ISO drin gehabt und weiß, bin ich relativ sorgenfrei. Die Kamera produziert so gut wie kein Rauschen. Wenn ich auf die Hälfte runtergehe, sieht es genau gleich aus. Auch nochmal so ein Pluspunkt. Jetzt gehen wir rüber zum Thema Landschaften. Das ist ein Bild direkt aus der Kamera. Unbearbeitet. Ich zeige euch meine Bearbeitung. Einfach noch mal ein bisschen mehr Kontrast, vor allem auch im Himmel. Das Schöne ist, man kann hier natürlich durch die tiefe Perspektive richtig auch dieses Roadtrip-Feeling noch mal rüberbringen. Und ihr seht, dass die Bearbeitung des Bildes im Prinzip nicht komplett verfremdet, sondern einfach noch mal unterstützt, um auch mit den Farben noch mal ein bisschen reinzulangen. Ich fotografiere meistens auch in einem relativ flachen Farbprofil oder dann in RAW und gebe es dann später dazu. So bin ich dann, wenn ich gerade wie hier mitten auf der Straße stehe, auch schneller wieder weg. Ist auch nicht schlecht. Weil das Problem ist, du kannst auf so einem Roadtrip eigentlich alle 5 Minuten anhalten und irgendwo ein Bild zu machen. Und ja, wenn ich mich jetzt zu lang an einer Stelle mit der Fotografie beschäftigen muss, mit Einstellungen, bin ich manchmal lieber froh, ich bin schnell und es sieht trotzdem sehr gut aus. Eins der wenigen Bilder hier, das ich mit dem 56er geschossen habe, auch unbedingt eine Reise wert. Wenn ihr mal in den USA unterwegs seid, der Joshua Tree National Park, da kannst du 2-3 Tage ohne Probleme dich mit Fotografie beschäftigen. Wirklich ein Erlebnis. Die Palmen, diese Felsformationen, unglaublich toll. Ja, nicht nur am Tag, vor allem auch Richtung Sonnenuntergang, Dämmerung, lohnt sich dahin zu gehen. Hier haben wir einen schönen Blick über L.A. in der Nacht. Was mir vielleicht dazu sagen sollte, diese 13 Sekunden sind natürlich nicht aus der Hand, das ist vom Stativ gemacht. Liegt einfach daran, ich wollte die Blende schließen, damit ich diese sternförmigen Lichter bekomme.
Ich hätte es natürlich auch mit einem höheren ISO, Blende auf, aus der Hand machen können, wäre bis auf die Sternchen in der Mitte quasi genau gleich gewesen. Gut, wir gehen mal wieder zur Landschaft zurück. Hier sind wir am Grand Canyon, unschwer zu erkennen. Hier war es natürlich mega spannend, dass wir so eine mega tolle Lichtsituation hatten. Wir haben dort einen Filmer getroffen, der sagt, er steht seit einer Woche hier und jetzt seit einer halben Stunde ist das erste Mal, dass er seine Kamera auspackt. Und ich sage, siehste, geil, haben wir gutes Timing gehabt. Was hier schwierig war, ist einfach der starke Kontrast. Das weiß jeder, der fotografiert. Hier seht ihr mal, was dann aus dem RAW-File noch rauszuholen war. Sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten vor allem gibt es da Möglichkeiten, das nachher noch rauszuholen. Wir gehen weiter ins Death Valley. Da gibt es wunderschöne Sanddünen. Auch hier nochmal ein Vorher und ein Nachher. Lohnt sich, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Auch zum Beispiel in der Nacht früh morgens auf die Sanddünen hochklettern und dann auf den Sonnenaufgang warten. Richtig geil. Erstens schönes Erlebnis, zweitens auch fotografiemäßig ganz, ganz toll. Hier sind wir wieder im Joshua Tree National Park und mein zweites Lieblingsobjektiv ist das 16er. Man sieht hier auch warum. Mit dem 16er kannst du richtig schön nah dran, du kannst bis auf 2-3 cm rangehen und kannst trotzdem, obwohl du weitwinklig bist, den Hintergrund noch unscharf machen. Das ist eigentlich untypisch für ein weitwinkliges Objektiv. Hier war besonders auch das Glück, dass wir vorne noch warmes Sonnenlicht haben und hinten diesen dramatischen, bläulichen, dunklen Himmel. Kann man sich natürlich nicht aussuchen, aber wenn es dann soweit ist, muss man es natürlich auch schnell nutzen. Und das finde ich das, was das Bild ausmacht, vorne die Wärme und hinten die kühlen Farbtöne zu haben. Wir gehen nach Las Vegas. Hier seht ihr genau genommen eigentlich eine Vierfachbelichtung. Vierfachbelichtung deswegen, weil ich habe in eine spiegelnde Fläche rein fotografiert. Das wäre schon so oder so eine Doppelbelichtung. Und ich habe in der Kamera auf Doppelbelichtung gestellt. Damit habe ich so viel Las Vegas in einem Bild wie nur geht. Ja, und es darf und soll auch überladen sein, weil das passt ja zur Stimmung, die dort auch herrscht. Deswegen hier ein in JPEG fotografiertes, doppelbelichtetes Bild. Wir sind hier immer noch in Vegas, sehr, sehr geil, wenn ihr dort seid. Dort gibt es ein Neonmuseum. Dort werden alte, ausgediente Leuchtreklamen ausgestellt. Dort musst du zwar eine Führung buchen, aber die kostet nicht die Welt und ich finde, es lohnt sich, weil da gibt es einfach von den Motiven her richtig viel zu sehen. Da kann man schön ins Detail gehen. Es sind auch beide Bilder mit dem 16er fotografiert. Ja, gerade auf der Riesenwand. Finde ich das ganz toll. Gut, genug Bilder geguckt. Ich möchte euch ein paar Tipps geben für bessere Bilder. Ich habe meinen Vortrag ohne Spaß 5-mal gekürzt, weil ich habe nicht so viel Zeit, wie ich gern hätte. Aber ein wichtiger Tipp für bessere Fotos ist, sieh zu, dass du mit deiner Kamera klarkommst. Weil es gibt Situationen, in denen hast du nicht viel Zeit. Schau, dass du weißt, wo du drücken musst, wie sie funktioniert. Das heißt, bei Fuji vor allem, beleg deine Custom Function Buttons, programmiere sie mit den Funktionen, die du häufig brauchst, zum Beispiel Slow-Mo. Ich habe so oft Slow-Mo gefilmt und dann wieder nicht Slow-Mo. Wenn ich dafür jedes Mal ins Menü gehen muss, dann führt es dazu, dass ich es nicht mehr mache. Ja? Also benutze ich einfach eine der vielen Tasten und sage Slow-Mo an, Slow-Mo aus. Ein Beispiel. Beschäftigt euch mit eurer Kamera. Nächster Punkt natürlich, Bilder reduzieren. Die Kunst ist natürlich, dass ein Bild schnell wirkt. Du bist meistens nicht dabei, wenn dein Betrachter dein Bild anschaut, kannst also nicht 10 Minuten erklären, ja, aber wenn du dir jetzt das wegdenkst und das gehört da eigentlich auch nicht hin, reduzieren. Versuch es. Mega schwierig. Je weitwinkliger du gehst, desto schwieriger ist es. Aber ist eine Challenge. Ja? Ganz klar natürlich, fotografiert Dinge, die euch begeistern. Für den einen sind es Porträts von Katzen, der andere fotografiert Flugzeuge bei der Landung. Ja? Und beide gucken die Bilder vom anderen an und sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Schaut zu, dass ihr begeistert bleibt in eurer Fotografie und nicht Dinge fotografiert, weil euch nichts Besseres einfällt. Ja, und da ist so ein Roadtrip natürlich eine mega Gelegenheit. So, Perspektiven. Man sieht es natürlich hier beim linken Bild. Wir sind weit oben, blicken in die Stadt rein. Wir sind beim rechten Bild sehr tief unten an der Straße. Das ist ja genau das, was auch die Drohnenfotografie ausmacht. Allein die Perspektive. Ja? Die Kamera ist es nicht bei der Drohne, aber die Perspektiven. So, Licht.
Ihr erinnert euch an das Bild vom Grand Canyon zum Beispiel oder auch in den Sanddünen. Da ist Licht so einer der allerwichtigsten Faktoren. Und wenn du natürlich bei Landschaften fotografierst, hast du nicht den Einfluss aufs Licht. Im Studio kannst du natürlich Licht einstellen. Das ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Kommt auch dazu. Aber in Landschaften musst du dich nach dem Licht orientieren. Und es ist die halbe Miete, wenn das Licht geil ist, machst du schon ein richtig tolles Foto. So, und ich finde, der allerwichtigste Punkt in der Fotografie, gerade heutzutage, ja, macht ruhig ein Foto davon, ist, hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Weil das Problem ist, jemand anderes macht es immer besser als du. Es gibt immer jemand, der es besser kann. Und man sieht im Internet auf Plakaten, gerade hier überall auch Fotos und denkt, boah, irgendwie meine Bilder sind nicht so toll. Ja, natürlich. Aber je besser ihr werdet, desto höher wird auch euer Anspruch. Das heißt, da kommst du nie an. So, fassen wir es nochmal zusammen. Warum ist die XH1 meiner Meinung nach der perfekte Reisebegleiter? Und nein, ich würde das auch so jedem erzählen. Ich erzähle es nicht, weil ich hier auf der Bühne stehe. Das ist die Kamera, die ich auf die nächste Reise auch mitnehme. Es gibt ein paar Faktoren, ich zeige euch erstmal alle. Und zwar ist es wirklich so, dass die Kamera mega gut in der Hand liegt. Ich mag den etwas größeren Griff. Ich mag auch, dass der Verschluss etwas leiser ist, der ist ganz dezent. Wenn du also eine Weile mit der XH1 fotografierst, nimmst dann wieder eine XT2 oder eine XT3 in die Hand, dann erschrickst du erstmal, weil die so laut sind. Ja, ist nicht schlimm, aber ist vielleicht so ein Punkt, an den viele gar nicht denken. Der IBIS ist zum Filmen richtig toll, das habt ihr in meinem Beispiel auch gesehen. Der nimmt ganz, ganz viel von dem feinen Zittern wieder raus. Lohnt sich definitiv. Slow-Mo haben wir schon gesagt. Direkte Bildübertragung. Gut, das können andere Kameras auch, aber die XH1 kann es halt auch. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Custom Function, wenn ich den drücke, dann werden alle Bilder, die ich jetzt mache, automatisch aufs Handy übertragen. Drücke ich die Taste wieder, hört die ganze Geschichte auf. Das heißt, ich muss nicht immer noch mal zusätzlich ein Bild mit dem Handy machen, um das Bild mit jemandem zu teilen, sondern ich kann das direkt während dem Fotografieren mit einfließen lassen. Ja, die anderen Punkte sind eigentlich selbsterklärend. Ist wirklich meine Lieblingskamera, gerade vor allem wegen der Bildstabilisierung und der Bildqualität, die ich daraus bekomme. Ich denke, die Bilder haben das hier auch mit rübergebracht. Ich möchte noch gern ein paar Worte zu meinem Projekt mit der XT3 euch mit auf den Weg geben. Denn vielleicht habt ihr schon mal diese beiden Bilder oder auch das Video zu dem Projekt gesehen. Ich hatte ja die Gelegenheit, die XT3 schon ein paar Wochen und Monate vor der offiziellen Ankündigung zu haben und damit zu fotografieren. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe die Kamera bekommen, habe die ausgepackt und ich dachte im ersten Augenblick, hey, die haben mir eine XT2 geschickt. War gar nicht so. Aber das Tolle ist, die Bedienung ist genau gleich geblieben. Also es ist nicht so, dass du jetzt eine andere Kamera lernst. Es ist nicht wie wenn du eine X-Pro1 hast und eine XT3, dann hast du zwei andere Bedienkonzepte. Fand ich mega toll. Du weißt sofort, wie du sie benutzt. Es gibt ganz kleine Änderungen im Design, die merkst du aber eigentlich nicht. Dann natürlich auch ganz klar, das erwarten wir alle, die Bildqualität ist, brauchen wir nicht drüber sprechen, genauso gut. Und was halt spannend ist, ich bekomme jetzt 30 Bilder pro Sekunde, aber nicht im Video, sondern ich kann 30 Fotos pro Sekunde fotografieren. Das ist jetzt zum Beispiel für die Sache, die ich mit dem Roadtrip gemacht habe, nicht wichtig. Da ist die Bildstabilisierung wichtiger. Wenn ich aber mal so ein Shooting mache wie hier, ja, diese Bewegung ist mega schnell vorbei, da ist es ganz wichtig, dass ich genug Bildauswahl habe, weil irgendwann ist er halt auch mal müde und ich wäre froh, wenn ich dann diesen einen Schuss gehabt hätte und nicht ein bisschen zu früh und ein bisschen zu spät. Heißt, man setzt es selten ein, aber es ist wirklich richtig ein ganz tolles Feature. So, ganz klar auch, der Autofokus hat sich extrem verbessert. Ist nicht zu vergleichen mit dem, was die XT2 macht. Ich fand den immer gut, hatte da eigentlich keine Probleme damit. Aber der Autofokus von der XT3, ihr könnt die ja auch hier testen. Schaut euch das mal an. Ganz anderes Niveau. Ganz toll auch für mich. Ich filme viel. Ich filme mich selbst auch viel für meinen YouTube-Channel. Der Augenfokus funktioniert auch im Videobereich. Das heißt, du stellst dich einfach vor die Kamera, du weißt, es ist immer im Fokus. Du musst jetzt nicht Gedanken machen, bin ich einen Schritt zurück oder funktioniert. Ganz toll. Habe ich an der XH1 nur fürs Foto, nicht fürs Video. Ja, da habe ich eine Gesichtserkennung, aber nicht die Priorität auf die Augen. So, ganz toll natürlich. Ich kann mit 4K in 60 Frames filmen.
Für Color Grading ist toll, ich habe 10 Bit intern. Das heißt, ich habe eine viel höhere Auswahl an Farbtiefe, die ich nachher auch Schatten aufhellen kann zum Beispiel. Und das sind so die Dinge, die einfach mega gut sind. Und ich muss echt sagen, ist ein richtig geiles Werkzeug, was auch Foto und Video mega gut kombiniert. Du musst halt für Video mit der X-T3 auf jeden Fall mit einem Einbein filmen oder mit einem Gimbal oder auf einem Dreibein, was auch immer. Ist nicht so ruhig wie mit der XH1, wenn du es in der Hand hast. Keine Stabilisierung. Ja, das sind so jetzt mal nochmal zwei Eindrücke, die ich bei diesem Projekt hier geschossen habe. Hier mit dem 10 bis 24 auch ganz tolles Objektiv. Unglaublich scharf. Also ich war da überrascht. Weiß nicht warum, aber eigentlich gibt es ja keine unscharfen Fuji-Objektive. Auch das 18-55 zum Beispiel ist unglaublich scharf. Ja, und so halt auch das da hier. Hier nochmal ein Beispielbild. Aber eigentlich würde ich euch gerne zum Abschluss noch das Video zeigen, über das ich gerade gesprochen habe. Und wünsche euch dabei erstmal viel Spaß. Extrem schnelle Bewegungen brauchen eine extrem schnelle Kamera. Wie gut kann die X-T3 schnelle Bewegungen festhalten? Das möchte ich herausfinden. Mein Name ist Michael Damböck und ich bin FUJIFILM X-Photographer. Als mich FUJIFILM anrief, ob ich Lust habe, mit der X-T3 ein Projekt für die Markteinführung zu fotografieren, musste ich nicht lange überlegen. Das Ganze habe ich damals schon für die X-T2 gemacht, hat einen Riesenspaß gemacht und deswegen war ich sofort mit dabei. Außerdem war ich extrem neugierig auf die X-T3. Das Stichwort Extra Turbo gibt einen Eindruck, was die Hauptverbesserungen dieser Kamera sind. Verbesserter Autofokus, extreme Bildfolgen mit bis zu 30 Bilder pro Sekunde. Und um diese Features so richtig zu testen, habe ich mich für das Thema Parkour entschieden. Beim Parkour gibt es extrem schnelle Bewegungsabläufe und damit ist das Thema wie geschaffen, die X-T3 mal so richtig auf die Probe zu stellen. Für mich liegt die Kunst in der Fotografie meist darin, ein Bild so weit wie möglich zu reduzieren. Genau das zeigt sich auch bei der Wahl der Locations für dieses Projekt. Möglichst schlicht, klare Linien, sehr reduziert. In diesem Projekt habe ich durchgehend mit mindestens 20 Bildern pro Sekunde, teilweise auch mit 30 Bildern pro Sekunde fotografiert. Damit verschmelzen die Grenzen zwischen Foto und Video und ich kann im Nachhinein den perfekten Augenblick herauspicken. Es ist unglaublich zu sehen, welche Auswahl an hochauflösenden Bildern man von so einem kurzen Augenblick bekommen kann. Mit dieser schnellen Bildfolge ist es unmöglich, den richtigen Augenblick zu verpassen. Die X-T3 ist ein sehr mächtiges und kompaktes Werkzeug für Fotografen und Filmemacher. Ich freue mich schon sehr darauf, die Kamera in zukünftigen Projekten regelmäßig einzusetzen. Ich habe sehr lang mit digitalen Spiegelreflexkameras fotografiert. Aber die Innovationen und die Qualität, vor allem aber auch das Look and Feel und die Tatsache, wie Fuji auch bestehende Kameras mit Firmware-Updates pflegt, waren für mich ein Grund zu wechseln. Mein Name ist Michael Damböck und ich bin stolz, FUJIFILM X-Photographer zu sein. So, zum Abschluss seht ihr hier noch, wo ihr mir überall folgen könnt, wenn ihr
Lust habt, könnt ihr nämlich zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel sehr viel Videos auch generell über Fuji finden, auch allgemein über Fotografie. Da teile ich mein Wissen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen und auch mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Wer jetzt noch irgendwelche Fragen hat, darf natürlich auch gerne die Zeit noch nutzen, hier im Anschluss mit mir zu quatschen. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß.